Pranks, die zu weit gehen, gehen in eine neue Runde. Oh, endlich! Denn das, was heute passiert, geht auf jeden Fall viel zu weit mal wieder. Aber das ist ja der Sinn dahinter, oder? Denn bisher wurde immer nur ich geprankt. Aber heute drehe ich den Spieß um. Heute werde ich jemanden pranken. Wen ich pranke, was genau ich mache und wie die Person reagiert, erfahrt ihr bei einer neuen Folge der Minecraft-Stadt. In diesem Video wird es wieder richtig gefährlich, denn auch wenn ihr es nicht sehen könnt, befindet sich hinter mir meine 10 Millionen Dollar versteckte, verbotene Villa, nämlich im Villenviertel, Leute. Das ist aber gar nicht das Thema, denn wir haben nur begrenzte Zeit. Ich weiß, dass Flauschi, meine Nachbarin, gerade nicht zu Hause ist, deswegen müssen wir uns echt beeilen und das schnell machen, bevor sie nach Hause kommt. Aber Leute, in meinem Haus hat sich original nichts getan, denn Leute, ich war beschäftigt mit einer geheimen Sache in meinem Aufnahmestudio, in den Camp. Die Records Studio drüben in der Minecraft-Stadt. Was es damit auf sich hat, erkläre ich euch nämlich jetzt. Denn Leute, ihr kennt ja natürlich alle Pranks, die zu weit gingen. Und diesen Samstag kommt der Pranks, die zu weit gingen Song. Und für den Song brauche ich ein Musikvideo. Und deswegen werde ich hier das Haus von Flauschi jetzt in ein Aquarium verwandeln und sie damit pranken. Am Ende des Videos wird sie es hoffentlich noch erkennen, sehen und darauf reagieren. Und was noch alles passiert, ihr seht im Video. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Meine erste Aufgabe ist es, Leute, ich habe 29 Dollar Geld zu verdienen. Wir müssen ganz schnell Geld holen, damit ich mir Glas kaufen kann. Und in das Glas muss dann am Ende auch noch Wasser rein. Aber wir müssen erst einmal alles mit Glas ummanteln. Das geht auch sehr, sehr schnell. Deswegen, Leute, fahren wir jetzt erstmal rüber in die Minecraft-Stadt, in mein geheimes Erdelager beim Flughafen. Und dort werde ich mir erstmal so, ja, 5.000 bis 10.000 Dollar holen, damit ich den Prank machen kann. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich bin auch gespannt, wie Flauschi am Ende reagiert. Wie gesagt, wenn ihr das sehen wollt, bleibt bis zum Ende dran. Lasst ein Like und ein Abo da. Und wir fangen direkt an, weil wir nur wenig Zeit haben. Let's go. Ich fahre rüber in die Minecraft-Stadt. Let's go. Okay, Leute, angekommen hier beim Flughafen. Vielleicht kennen manche von euch nicht mein verstecktes Erdelager. Und zwar werde ich da ab und zu, wenn ich mal Langeweile und Zeit habe, auch außerhalb der Aufnahmen, werde ich hier Erde reinplatzieren. Ich zeige euch das. Mit einem Wassereimer kann man hier rein. Das ist der Schlüssel. Nämlich, wenn ich einen Wassereimer auf diesen Stein hier packe, dann öffnet sich die Tür, Leute. Fragt nicht, wie ich das gemacht habe. Das ist sehr kompliziert gewesen. Aber hier habe ich eigentlich immer Erde am Start. Das sind immer so um die 5.000 Dollar pro Inventar, dass ich es verkaufen kann. Und gerade für ein Video wie heute passt das sehr, sehr gut, weil ich muss jetzt nicht losfliegen, Erde besorgen, sondern ich kann hier einfach hingehen und mir Erde, wie ich brauche, immer rausnehmen und es gemütlich am Wochenende wieder, wenn ich streame oder so, wieder auffüllen. Naja, gut, Leute, viel geredet, wenig Sinn. Jetzt machen wir weiter. Ich muss mich nicht echt beeilen. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie Flauschi am Ende reagieren wird. Ich will das Ding komplett mit Millionen von Litern Wasser fluten und das wirklich so stark machen, dass Flauschi sich echt wundert, so, hä, was geht da ab, dies, das. Leute, es wird auf jeden Fall krass. Und ich bin auch gespannt, was die anderen dazu sagen werden. Ich weiß, ich bin gerade alleine online, da oben seht ihr es. Flauschi ist gerade nicht da, die kommt aber sehr zeitnah wieder. Das heißt, die wird es heute noch sehen. Aber Leute, ich weiß, dass zum Beispiel die anderen jetzt heute nicht kommen werden. Das wird wahrscheinlich eher nicht passieren. Das heißt, die Gefahr, dass ich erwischt werde, ist heute ausnahmsweise mal etwas geringer. Gut, Leute, ich fahre jetzt zurück. Warte, wie viel Geld habe ich denn? 3.000 Dollar nur. Ich hole nochmal Erde und dann kaufe ich mir die Sachen, die ich brauchen werde. Let's go. Okay, Leute, 3.000 Dollar hatte ich und jetzt habe ich... Verkaufen. Oh mein Gott, ich liebe dieses Verkaufensystem. 6.100 Dollar, das reicht auf jeden Fall aus, denn wir brauchen sehr viel Glas. Nehmen wir mal so 10 Stacks oder so. Ja, ich habe so ein bisschen mehr als 10 Stacks. Da meint es auf jeden Fall gut. Was brauchen wir noch? Das war's. Ich brauche eigentlich nur ein bisschen Glas und im Grunde mehr nicht. Und dann können wir schön... Ja, wisst ihr was? Ich glaube, ich mache den Boden... Nee, das ist nicht so gut. Nee, Leute, das reicht. Ich brauche Glas... Und Wasser. Und das ist der ganze Prank. Vielleicht nehme ich noch so ein bisschen Seegras aus dem Wasser. Das können wir uns jetzt nochmal holen. Das ist ja schnell gemacht. Aber das war es im Grunde. Fische kann ich vielleicht noch platzieren. Kann man irgendwie einen Hai dahin bekommen? Ich glaube nämlich nicht. Gibt es vielleicht Babyhaie, die man in einen Eimer machen kann? Aber ich glaube nicht, dass das geht. Wäre natürlich nochmal doppelt krass, wenn ich da einen Hai hinpacken könnte. Das wäre sehr, sehr krass. Okay, Leute, wir nehmen nochmal hier ein bisschen Seegras mit. Zack. Wo ist es denn? Okay, sehr gut. So ein, zwei Stacks Seegras, die kann man dann nochmal platzieren, einfach fürs Ambiente. Und dann sollte das eigentlich reichen. Ich gehe zurück und dann fangen wir direkt schon an, jetzt Flauschis Haus umzubauen. Und das ist mal wieder, Leute, ein Prank, der zu weit ging. Vielleicht werde ich euch am Ende des Videos sogar einmal zeigen, wie der neue Song sich in etwa anhört. Natürlich ist er noch lange nicht fertig. Ist ja noch ein bisschen Zeit, bis der Song rauskommt. Aber so in etwa wird der klingen. Leute, ich gehe zum Haus. Let's go.
Okay, Leute, wenn ihr also den neuen Song Pranks, die zu weit ging, hören wollt, müsst ihr bis zum Ende des Videos dranbleiben. Ich werde ihn am Ende verstecken. Bleibt also dran und wir überlegen jetzt, wie werden wir das Ganze jetzt machen? Und zwar würde ich sagen, wir gehen hier so mit einer Linie einmal entlang, knüpfen hier an diesem Glas an. Das ziehen wir hier komplett mit hoch. Wir gehen auch richtig, richtig hoch, Leute. Dann nehmen wir noch ihren Pool mit rein. Das wird richtig viel zerstören auch. Das ist auf jeden Fall ein Prank, der zu weit ging, weil sie kann das Wasser von dem Pool am Ende, glaube ich, nicht mehr so einfach trennen. Und dann gehen wir hier hoch, 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 auch hier vorne lang und werden dieses ganze Haus in Wasser ertränken und ein Aquarium aus Flauschis Haus machen. Das wird richtig, richtig krass. Ich würde sagen, ich fange mal in etwa an, wie ich mir das vorstelle und dann zeige ich euch, wie ich das Ganze hochziehe und dann kommt schon die finale Stage, wo wir Wasser platzieren. Let's go! Und so bin ich jetzt schon weitergekommen. Ich habe euch das mal erspart. Ich will euch heute hier nur mal ein richtig spannendes Video zeigen. Deswegen werde ich diesen Bauteil ein wenig überspringen. Ich habe jetzt hier, das ist nämlich sehr, sehr aufwendig, das Glas schon überall angezogen. Und das werde ich jetzt nochmal auf doppelte Höhe machen. Und dann werden wir gleich Wasser einfüllen. Wie ich das mache, wird auch ganz interessant. Wahrscheinlich werden Sachen wie hier Blumentöpfe und alles, was nicht nur nagelfest ist, kaputt gehen. Das heißt, ihr Haus wird auf jeden Fall ein bisschen kaputt gehen. Das wird sie auf jeden Fall sehr ärgern. Und deswegen ist es ein Prank, der zu weit ging. Aber Leute, ich werde das jetzt einmal in der Höhe hier nochmal verdoppeln und gleich sehen wir uns wieder. Und ich hoffe, dass Flauschi nicht in der Zwischenzeit online kommt. Und dann kann man unter Wasser Trampolin springen. Okay, Leute, bis gleich. Weiter geht's. Und boom, Leute, so sieht das Ganze jetzt aus. Wir haben hier ein halbes Aquarium gebaut um das Haus von Flauschi rum. Und so sieht es jetzt aus. Ich werde jetzt nämlich Folgendes machen. Und zwar gehen wir einmal nach oben. Das kann ich am besten mit Wasser eigentlich machen. Einmal hier kurz hochgehen. Wartet kurz, gleich bin ich oben. Oh ja, ich hatte beim Bauen richtig Schwierigkeiten. Das war sehr, sehr schwer. Und ich baue jetzt eine Ebene aus Erde hier hin. Quasi einmal so, zack. Dann mache ich hier Wasser drauf und dann lasse ich die Erde einfach nur noch fallen. Und dann haben wir hier alles unter Wasser und nur noch das Dach oben guckt raus. Dachte ich, ist lustiger, wenn das Dach wenigstens... Warte mal, dachte ich, wenn das Dach... Ja, also wenn das Dach oben rausguckt. Naja, auf jeden Fall... Boden und jetzt hier einmal komplett den Boden hin und dann können wir das Wasser schon platzieren und das wird auf jeden Fall sehr, sehr gefährlich. Denn wenn ich am Ende das, die Erde hier entferne, dann geht das Wasser wie eine Flut nach unten und wird unter sich alles begraben und zerstören, Leute. Das ist nämlich das Ding. Flauschi hat hier sehr viele bewegbare Gegenstände wie Blumentöpfe und so weiter und die werden diesen Druck des Wassers nicht standhalten. Wahrscheinlich... Ah! Wahrscheinlich brauche ich aber noch mehr Erde. Ich muss wahrscheinlich gleich nochmal Erde besorgen gehen. Ist aber nicht das Problem, Leute. Mache ich gleich. So, okay. Ich werde jetzt hier die Erde platzieren und gleich sehen wir uns wieder. Let's go. Leute, ich bin jetzt gerade fertig und schaut mal, was passiert ist. Flauschi YouTube joined the game. Jetzt ist Flauschi online gekommen. Jetzt ist sie einfach da und ich hoffe, dass sie nicht hier beim Haus ist. Ich werde jetzt hier ganz schnell das Wasser platzieren. Ich bin nämlich fast fertig. Ich wollte es euch gerade zeigen. Und zwar habe ich hier schon die Erde hingebaut. Und jetzt muss ich nur noch, Leute, das Wasser platzieren. Deswegen ein Wasser hier. Wartet mal, jetzt muss ich noch schnell Wasser. Ich hole die aus dem Pool einfach Wasser. Bam, habe ich. Alter, die hat voll den krassen Pool. Da ist sogar so ein Hai im Wasser, okay? Jetzt müssen wir nochmal wieder nach oben. Ich hoffe, Flauschi... Oh, oh, sie schreibt in Chat. Sie schreibt jetzt gerade in Chat. Hey, Flauschi, komm mal in meinen Funk. Leute, ich mache jetzt hier mal Candy Funk. Oh, oh. Oh, oh, Leute. Okay. La, 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 la. Hallo? Hallo? Flauschi, hä, wie siehst du denn da auf deinem Bild da links aus, oben links? Ich bin die Flauschi-Prinzessin. Flauschi, wo bist du denn gerade? In der Stadt. Feuer in der Stadt. Geh mal schnell in die Stadt. Schnell in die Minecraft-Stadt. Ja, dann guck bitte, dass da auch wirklich nichts brennt, ja? In der Stadt. Okay, mach ich. Und bei... Ja. Leute, ich muss jetzt nämlich hier wegbringen, gerade von diesem Haus hier. Und wo bist du gerade in der Stadt? Kannst du mir das sagen? Ich bin bei meinem Schloss. Okay, bei deinem Schloss. Ey, cool, Flauschi. Bevor du vom Schloss weggehst, ich bin nämlich auf dem Weg zu dir gerade. Warte dann nochmal, ja? Okay, ich warte da. Bis gleich. Ja. Jo. Oh mein Gott, Leute. Okay, ich mache jetzt hier schnell alles voll mit Wasser und dann werden wir das Wasser fallen lassen. Dann ist der Prank nämlich fertig. Let's go. Ich werde jetzt das Wasser fallen lassen, bevor Flauschi kommt. Okay, Leute, ich habe jetzt hier nämlich einen Trick gefunden. Wenn ich jetzt hier nämlich platziere, wartet mal nämlich hier, dann schaut mal, dann wird sich das Wasser jetzt hier komplett ver... Hä? Hört man das? So, hallo? Jetzt holen wir noch einmal kurz was. Hä? Als ob Flauschi schon hier ist. Nein, wie sieht die denn aus? Was macht die hier? Hat die das nicht gesehen? Leute, der Prank droht jetzt gerade zu kippen. Das war's mit dem Prank, wenn sie mich erwischt währenddessen. Und so ein
okay, Leute, dann gehen wir. Was redet sie da? Das war's mit dem Prank. Sie wird es jetzt sehen beim Rausgehen. Okay, aber dann fahren wir jetzt direkt wieder zur Stadt. Als ob sie das nicht sieht. Und weiter mit unserem Bauprojekt. Wie tschüss? Zu wem sagt sie tschüss? Hä? Ich check gar nichts mehr. Hat sie es jetzt gesehen oder nicht? Leute, wie lost ist Flauschi denn? Die hat das nicht gecheckt. Hä? Oh mein Gott, ich dachte jetzt echt kurz, der Prank ist vorbei. Na gut, Leute, ich werde jetzt hier alles mit Wasser füllen und dann werde ich Flauschi rufen. Alter, was war das denn? Das war ja richtig komisch. Okay, Leute, jetzt bin ich fertig. Jetzt werde ich die ganze Erde hier einmal entfernen, Leute. Und dann werden wir einmal durch ihr Haus durchschwimmen, weil durchlaufen kann man, glaube ich, nicht mehr danach. Ich würde sagen, Leute, ein paar Karotten noch essen zum Stärken. Und dann werde ich hier die ganze Erde einmal wegmachen. Ich bin sehr gespannt. Schaut mal alleine, wie das von außen schon aussieht. Okay, Leute, auf drei. Eins, zwei, drei. Bam, 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 bam. Da tut sich gar nichts. Nein, muss ich die Erde jetzt selber entfernen? Nein, okay, ich muss die Erde selber entfernen. Okay, Leute, ich werde die Erde hier einmal abbauen und dann sehen wir uns gleich wieder. Geht leider nicht anders, aber ich bin gespannt, wie es gleich aussieht. Let's go. Okay, Leute, ich bin fertig und wie das Ganze aussieht, das zeige ich euch jetzt. Denn, Leute, schaut mal her, wenn ich mich jetzt einmal langsam umdrehe. Oh mein Gott, das sind Pranks, die zu weit gingen. Pranks, die zu weit gingen. Und so weiter, Leute. Den Song zeige ich euch gleich noch. Aber, Leute, das ist definitiv ein Prank, der zu weit ging. Dann guckt euch mal ihr ganzes Haus an. Ist schon ein bisschen traurig, das so mit anzusehen. Aber bei Pranks, die zu weit gingen, geht es darum, natürlich einen Prank zu machen, der auch wirklich zu weit ging. Und das habe ich auf jeden Fall geschafft. Hier ist der Eingang und hier kann man dann ins Haus reingehen. Und da muss ich sagen, das Haus ist von innen sogar noch okay. Hier kann man noch reingehen. Aber natürlich hier vorne ist alles wie in einem Aquarium komplett übergeschwemmt. Und von außen sieht es nicht mehr so aus wie vorher. Und wie ich es vorher schon sagte, können wir jetzt sogar hier Trampolin springen unter Wasser. Klappt aber nicht so gut. Aber jetzt ist es an der Zeit für die Reaktion von Flauschi. Ich würde sagen, ich werde sie jetzt nochmal anfunken. Ich werde jetzt mal schauen, ob sie in meinen Funk kommen kann. Und dann werde ich ihr sagen, dass sie einmal herkommen soll. Also hier, Candy-Funk erstellen, bam. Komm mal, Funk, habe ich hier jetzt geschrieben. Ich hoffe, dass sie jetzt herkommt. Ja. Oh, warte mal. Flauschi, yo, was geht? Ey, yo. Hallo. Flauschi, ich habe ja, es gibt einen Rohrbruch hier im Villenviertel. Wahrscheinlich ist dein Haus nicht davon betroffen, aber zum Beispiel das Haus von Amir, da ist ein bisschen eine kleine Pfütze im Haus. Ich komme direkt vorbei, was soll das denn? Ein bisschen Wasser, okay. Ja, dann bis gleich. So. Bis gleich. Woher wusstest du davon? Habe ich jetzt nur gehört. Ich bin selber gar nicht da. Schnell hier verstecken. Okay, ich bin gar nicht da. Jo, jo, jo. Okay, bis gleich. Tschüss. Ja, bis gleich. Achso, du bist ja nicht da. Tschüss. Ja, achso, ich bin ja gar nicht da. Okay, ich bin gespannt, Leute. Oh mein Gott, Leute, ich bin so gespannt auf ihre Reaktion. Wir werden ihr auf jeden Fall gleich hinterher schleichen. Aber kommt sie überhaupt? Da ist sie, da ist sie, da ist sie. Oh, oh. Und was sagt sie? Das ist doch nicht nur ein Rohrbruch. Was soll das? Was ist denn hier los? Das ist ein Prank, der zu weit ging. Nein, wohin schönes Haus. Ich laufe hier mal schnell hinterher. Aber warum ist hier Glas außenrum? Ein Rohrbruch sieht aber nicht aus mit Glas. Oh, oh, ich glaube, jetzt checkt sie, dass es vielleicht ein Prank war. Wenigstens ist es hier drin drücken. Oh, oh. Irgendwie ist das nicht normal, Leute, oder? Oh, oh. Wie sieht die denn aus? Was hat die da an? Wie kann das denn alles hier so voll sein, aber irgendwie doch nicht so... Hä? Wie soll das... Erde. Das war bestimmt ein Prank, Leute. Hier hat jemand seine Spuren hinterlassen. Okay. Es gibt nur einen, der so viel Erde hat hier. Ja, wer denn? I cry, man. Hä? Sie denkt, I cry. Okay, ich hab eine Idee, Leute. Wartet mal. Weil ich sein Haus zur Erde gemacht habe. Flauschi! Flauschi! Ja? Ich bin da. Hallo? Was ist hier passiert? Kann jemand mein Haus ist voll mit mir ist gerade iCrimex noch entgegengekommen. Ja, iCrimex ist mir gerade noch entgegengekommen. Der hat noch gelacht und meinte, Pranks, die zu weit gingen, Paul Berger. Das hat er gesagt. Ich hab hier Erde gefunden und das ist noch von seinem Haus, als ich mit Avive sein Haus zur Erde gebaut ja, habe. Ja, genau, weißt du? Das hat er auch zu mir gesagt. iCrimex war das hier. Und der meinte, das ist ein Prank, der zu weit ging. Och, Mann, jetzt mein schönes Haus, was mache ich ja, denn richtig. Jetzt? Oh, das ist ja ganz schön viel. Flauschi? Mein schönes Flauschi? Ich habe so viel Mühe. Flauschi! Denn ich habe 12 Stunden an diesem Haus gebaut. Flauschi, hör mir zu! Einfach nass, hör mir zu! Ja. Hörst du mich? Ich höre dich. Weinst du gerade?
Hä? Ja, das sieht man doch eh nicht bei dem ganzen Wasser. Das stimmt, ja. Flauschi, das war auf jeden Fall ein Prank, der zu weit ging von iCrimex, oder? Ja, muss ich ihn zurückpranken. Ja, ja, prank mal iCrimex zurück. Würde ich nämlich auch sagen. Okay. Ey, Flauschi, viel Spaß dir, ja? Alter, zum Glück hat sie nicht gecheckt, dass ich das war. Oh, ich war nicht gestummt. Hat sie es gehört? Ich glaube, hat sie es gehört? Nein, sie hat's gehört. Candy. Was? Ich glaube, sie hat's gehört, Leute. Candy. Ich rede jetzt einfach nicht. Ich rede jetzt einfach nicht. Du brauchst mich jetzt nicht zu ignorieren. Ich rede jetzt einfach nicht, Leute. Candy. Komm. Man hat's gehört. Ich hab mich nicht gestummt. Hey, ich gehe einfach weg. Schieß dich an. Oh, ey. Sie hat mich abgeschossen. Ich glaube, sie hat gehört, dass ich das war. Piep, 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 piep. Ich tue so, als hätte ich Fehler mit meinem Mikrofon. Aua. Ich habe noch ganz viel Erde. Ich baue mich jetzt ein bisschen hier eine Deckung. Was will die von mir? Ja? Jo, ach, Flauschi, du bist ja noch da. Jo, was geht? Hey. Warst du das mit meinem Haus, Candy? Oh, das ist jetzt Rüstung an. Nein, ich war das nicht. Ey, warum soll ich das machen? Das wird viel zu weit gehen. Du wusstest irgendwie plötzlich, dass hier ein Rohrbruch war und dann wolltest du plötzlich alles auf iCrimex schieben. Ich sag mal so, Flauschi. Warte, Flauschi. Warst du's? Flauschi, ja, warte, ich kann's dir erklären. Mach die Waffe weg. Mach die Waffe weg, ich erklär's dir. Okay. Ich hab die Waffe weggepackt. Flauschi. Ja, was? Am Samstag kommt ein neuer Song von mir und der heißt Pranks, die zu weit gehen. Okay, Candy, du wirst und schon sehen, was du davon Song, haben wirst. Für diesen Song wollte ich fürs Musikvideo einen Prank machen, der zu weit ging und deswegen war ich das gewesen. Pranks, Candy, die zu weit gehen. Du wirst sehen, was du davon hast. Ich werde dich für immer und ewig zurückpranken. Was? Erstmal tut das nicht weh. Du triffst nicht mal. Ja, okay, stopp. Stopp. Und Flauschi, das war einfach... Das war einfach nur ein Prank, der zu weit ging, Flauschi. Jetzt hab dich mal nicht so. Und als Entschädigung und Entschuldigung darfst du jetzt mit mir meinen neuen Song Pranks, die zu weit gehen, hören. Was? Okay, aber ich möchte noch kurz was sagen, Candy. Ja. Ich finde das gerechtfertigt dafür, dass ich deine ganze Wohnung pink gemacht habe. Okay, und Flausch, ich will kurz was klären nochmal. Irgendwann machen wir einen Vlog im Real Life zusammen. Du wolltest mich besuchen kommen, korrekt? Ja, das stimmt. Habe ich die Erlaubnis, dich zu pranken? Ja, Candy, wenn ich dich auch pranken darf. Okay, aber ich sag dir ehrlich, ohne Fake-Pranks und auch Pranks, die zu weit gehen. Ich darf zum Beispiel dich mit Wasser beschütten oder irgendwas richtig Krasses machen. Okay, hier habe ich die Bestätigung. Leute, merkt es euch, in 1-2 Monaten oder in Wochen, ich weiß nicht, wann sie mich besucht, werde ich einen Prank machen, der zu weit ging im Real Life. Flauschi, jetzt komm mit, fahr mir hinterher. Ja. Wir fahren zu Candy Records und hören den neuen Song. Pranks, die zu weit gehen. Das sind Pranks, die zu weit gingen. Sie gingen zu weit. Nee, der ging ein bisschen anders, aber den werde ich euch jetzt zeigen. Wir fahren zu Candy Records, let's go. Okay, Flauschi, dann komm mal mit. Ich bin sehr gespannt, wie du den Song findest. Und natürlich auch die Zuschauer. Schreibt in die Kommentare, wie ihr den Song findet. Okay, Flauschi, dann komm mal mit nach oben. Oh Mann, ich bin sehr gespannt. Okay, Flauschi, bist du also bereit? Hier habe ich den Song aufgenommen. Dann bin ich zu dir gefahren und habe einen Prank gemacht, der zu weit ging. Und ich bin sehr gespannt. Bist du bereit, mir das zu zeigen? Ja, der ist halt noch nicht abgemischt. Ne? Der fertige, echte Song klingt nochmal ganz, ganz anders. Ich hoffe, dass es überhaupt vorzeigbar ist, was ich euch jetzt zeige. Aber gut, Leute, ich zeige euch jetzt den Song. Ich setz mich hier hin, so. Okay, Flauschi, jetzt bin ich bereit. Leute, du musst die Tür zumachen, Candy. Ja, du ihr hört zum ersten Mal Musik auf. Ja, ihr hört jetzt offiziell zum ersten Mal den Song Pranks, die zu weit ging. 3, 2, 1. Tief und ich krieg dafür. Okay, Flauschi, komm rein. Pranks, die zu weit ging. Pranks, die zu weit ging. Und ihr lacht dabei. Okay. Pranks, die zu weit ging. Pranks, die zu weit ging. Ja, du bist voll laut, sei mal ruhig. Im Livestream. Pranks, die zu weit. Ah, doch nicht. Ich höre nur Mimi, bla bla bla. Der Prank war hart. Candy ist da und mit der Gang. Okay. Okay, Leute, let's go.
weit, 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 weit. Die gehen zu weit, 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 weit. Okay, stopp, stopp. Stopp, 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 okay. Hört sich richtig, richtig krass an, ja, Flauschi, das ist ja noch gar nicht gemischt und so weiter. Das ist jetzt nur so aufgenommen. Da kommen noch Effekte drauf, Stimme wird verändert, dies, das, alles drum und dran. Und dann ist der Song fertig. Oha, aber Flauschi, warte richtig, mal. Richtig, richtig krass, warum ja? Hast du eigentlich da so, was hast du da an? Du siehst aus wie ein Clown. Ich bin nur Prinzessin. Ich habe ein Schloss gewonnen, jetzt bin ich Prinzessin Flauschi. Okay, dann zeig mir mal im nächsten Video dein Schloss. Okay. Ich will mir das mal anschauen. Okay, machen Flauschi, wir. Ich würde sagen, danke, dass du da warst. Das war's. Ciao, Flauschi. Bis danke, dann. Ja, ja, tschüss. Okay, ey, Leute, das war auf jeden Fall der neue Song. Pranks, die zu weit gingen. Und, Leute, ich würde sagen, wir fahren jetzt wieder rüber zu dem Aquarium von Flauschi. Anscheinend mag sie irgendwie alles, was unter Wasser ist oder so, weil sie an einem Aquarium lebt. Aber gut, Leute, ich würde sagen, wir fahren jetzt rüber zu Flauschis Aquarium. Let's go. Und dann werde ich euch noch eine wichtige Ansage machen. Okay, Leute, hier sehen wir es nochmal, das Aquarium von Flauschi. Ich weiß gar nicht, will sie das jetzt direkt abbauen? Muss ich das jetzt selber machen sogar vielleicht? Ich weiß es nicht, Leute. Aber ich wollte euch nur sagen, Samstag kommt der neue Song Pranks, die zu weit gingen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Abo und Like da lässt, damit ihr das auch nicht verpasst. Nämlich, dass dieser Song rauskommt am Samstag. Ich würde sagen, das war's gewesen. Wir sehen uns im nächsten Video schon wieder. In dem nächsten Video werde ich einen geheimen Tunnel bauen. Nämlich von meiner versteckten Villa rüber zu meinem alten Haus. Wenn ihr das sehen wollt, checkt das auf jeden Fall aus. Das war's gewesen. Wir sehen uns im nächsten Video schon wieder. Ciao mit Au. Ciao, ciao.